Ich begrüße dich zum 22. Videoblog von Katzers Literatur Crossover. Heute geht es um Literatur für Kids. Und Philosophie. Was meint ihr nach der gleichzeitig in deiner Nachrecherche? Fragen, was soll Literatur für Kinder, die doch nicht lesen können? Ja, dazu kann ich nur sagen, erstens soll es Kinder geben, die schon so groß sind, dass sie schon lesen können. Und zweitens hat die Frage eine gewisse Berechtigung, nämlich geschichtlich betrachtet, gab es ja bis weit in die Neuzeit hinein mehr Analphabeten als Alphabeten. Ja, Kinder und Jugendliche, die lesen konnten, fand man in Europa eigentlich nur in Klosterschulen. Und da gab es natürlich in Schriftform hauptsächlich nur religiöse Unterweisungen. Ja, selbst die Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert hat Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Literatur nur sehr bedingt möglich gemacht. Wichtigste Lektüre blieb nach wie vor die Bibel, das Gesangsbuch und Luthers kleiner Katechismus. Ab dem 16. Jahrhundert, aber besonders im 19. Jahrhundert, hat man dann endlich begonnen, Geschichten speziell für Kinder zu sammeln und zu bearbeiten. Berühmt geworden sind ja die Gebrüder Grimm damit. Aber gehen wir nochmal zurück ins 16. Jahrhundert. Da gab es sogenannte Volksbücher, die waren sehr günstig und sind von Hausierern vertrieben worden. Hier zum Beispiel der 1658 von dem Tschechen Johann Amos Comenius veröffentlichte Orbis Sensualium Pictus. Die ganze Welt der Dinge und des Lebens sollte hier gemalt und benannt werden. Im 18. Jahrhundert wurde das ABC-Buch aus Pappe erfunden. Diese Buchform war bis ins 19. Jahrhundert hinein ungeheuer populär. Benjamin Harris zum Beispiel hat den sogenannten New England Primer verfasst, der zum weitverbreitetsten Schulbuch Nordamerikas geworden ist. Aber die ersten wirklich kindgerechten Romane gab es dann im Zeitalter der Aufklärung. Hier zum Beispiel Joachim Heinrich Campe, der Autor von Robinson der Jüngere, 1779 ist das erschienen, ist eine Bearbeitung von Daniel Defoes Robinson Crusoe gewesen. Im 17. und 18. Jahrhundert haben die Puritaner in Amerika und in England Kinderbücher verfasst, die von protestantischer Ethik geprägt waren. Zum Beispiel wegen der hohen Kindersterblichkeit kam heraus James Janeway's A Token for Children, das laut eigener Definition Geschichten beispielhafter Lebensführung und freudvoller Todesfälle kleiner Kinder enthält. Kurios, gell? Wenn es jetzt so traurig wäre. Ja. Allerdings gab es mit Emmy von Roden bereits im 19. Jahrhundert auch schon eine ganz andere Autorin. Von ihr stammt die Kinderbuchreihe Trotzkopf. Aber 1893 ist in Deutschland erstmals die sogenannte Jugendschriftenwarte erschienen. Das war eine Art Index, der neu erschienene Kinder- und Jugendbücher beurteilt hat. Und diese Trotzkopfreihe galt dort als Schmutz und Schund. Den Struwwelpeter kennst du sicher. Der Arzt Heinrich Hoffmann hat den geschrieben und gezeichnet, und zwar 1845, für seine Kinder. Und das ist ein unheimlich erfolgreiches Kinderbuch geworden. Sozusagen die Populärform des Knigge von 1788, hier das Original. Noch ganz anders als später sogenannte verbesserte Fassungen. Die Originale gefallen mir schon viel besser. Ja, und dann gab es natürlich E.T.A. Hoffmanns Märchen von Nussknacker und Mäusekönig. Erschienen ist 1816 und weicht ebenfalls als eine der ersten Erzählungen für Kinder von den zeitgenössischen kinderliterarischen Moralvorstellungen ziemlich ab. Ebenso Lewis Carrolls etwas später mit seiner heute noch weltberühmten Alice in Wonderland. Im selben Jahr übrigens hat Wilhelm Busch gezeichnet und gedichtet seine makabre Story von Max und Moritz. Ja, und heute gibt es jede Menge Kinderbücher, oft wirklich super großartig illustriert. Ich greife nur einen Autor heraus, den bin ich sicher kaum jemand kennt. Alan Alexander Milne. Schon mal gehört? Ja? Sein Sohn Christopher Robin hat einige Stofftiere gehabt. Das sind die Originale hier, aus denen Milne dann Winnie Pooh und seine Freunde gemacht hat. Es würde den Rahmen sprengen, um auf diese Millionen Kinderbücher einzugehen, die es heute gibt. Die sind zum Großteil wirklich großartig. Aus lackierten Hartkarton, damit nichts passieren kann. Mit Pop-ups, wo man Klapperl aufmachen kann, durchgreifen kann, durchschauen kann. Welche, die man in der Badewanne lesen kann oder anschauen kann. Die werden immer nicht nass. Nass schon, aber nicht kaputt. Oder solche, die man essen kann. Das heißt, essen nicht wirklich, aber reinbeißen kann man aus Stoff für den Kinderwagen. Ich selbst wollte schon als Volksschüler einen richtigen Roman für Kinder schreiben.
Ich habe nur das Originalmanuskript aus dem Jahr 1958 im arabischen Stil geschrieben, nämlich von hinten nach vorne. Ja. Und natürlich ungeheuer spannend. Jahrelang habe ich dann später als Schüler schon höherer Klassen kurze Geschichten geschrieben und dazu gezeichnet wie ein Wilder. Aber das sind alles nur Skizzen geblieben, Fingerübungen mit Feder, Bleistift oder Rötel. Zuletzt auch noch Versuche in Öl, mich höchstpersönlich, oder Landschaften, alles sehr romantisch. Ja, leider ist da nie ein Kinderbuch draus geworden, die Musik hat mich damals schon zu sehr beschäftigt. Ja, und heute schreibe ich ja Bücher für größere Kinder, für sogenannte Erwachsene. Ja, aber ich leiste mir ein Hobby nebenbei, nämlich ich kreiere, wie soll ich das ausdrücken, eine Art Kurzgeschichtenreihe am Computer. Jeden Tag eine Folge. Ich habe schon über 1300 beisammen, und zwar über ein kleines Dorf. 9 kleine Häuser erleben dort die absurdesten Abenteuer. Die packen immer wieder unter Lebensgefahr ihre Koffer, verreisen in ferne Länder, bei jedem Wetter, geben dort Konzerte, natürlich den Donauwalzer, klar, oder fliegen mit Fantasiefliegern auf hohe Berge. Sie bestehen die ärgsten Stürme auf hoher See oder sie fahren in die Großstadt. Die gibt es auch in meinen Geschichten hier. Über 1300 Folgen, wie gesagt, sind es mittlerweile geworden. Mit inzwischen fast über 100 verschiedenen mitwirkenden Fantasiefiguren und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Aber wenigstens dieser Newsletter hat ein Ende, und zwar jetzt. Ich hoffe, es hat euch halbwegs getaugt und man sieht sich wieder beim 23. Videoblog von Katzers Literatur Crossover. Und für heute sage ich Tschüss und wie immer, keep swinging!